Schritt 1. BB Cream. Das mische ich mit einem kleinen bisschen dunkleren Mineralerde. Ich habe da Puder. Und trage das ganz, ganz fein mit dem Pinsel auf. Also wichtig ist für mich der Pinsel, weil man dadurch, dass es eben nicht die eigene Hand ist, also wenn man die eigene Hand verwendet, dann spürt man die eigene Hand. Okay, die eigene Hand ist schwerer zu kontrollieren als der Pinsel, weil das auf der Haut, das ist ein Fremdkörper. Oh Gott, kann ich das überhaupt erklären? Ja, ich denke schon. Ich mache das auch an den Mundwinkeln und ein bisschen auf die Lippen und schön auf dem Dekolleté verteilen. Ich werde ganz sicherlich nicht so nackt gehen, das ist schon mal sicher, aber ich trage dann immer einen Schal drüber, das zeige ich zuletzt, zu guter Letzt. Ein bisschen auf die Oberlider. Die Konsistenz wird dann auch ein bisschen pudrig. Okay, und jetzt würde ich gerne auf etwas aufmerksam machen. Das habe ich gemerkt, weil ich in meinem Buch mache, diese Liebesgeschichten, wo ich auf allen Fotos so jung bin. Teilweise finde ich, dass ich besser aussehe jetzt, weil ich einfach lebendiger und mit dem Leben besser zurechtkomme als mit 18, wo ich immer so sehr schön, aber sehr erschrocken ausgesehen habe. Auf jeden Fall gibt es hier diese Haut, das ist so ein kleines Drittelchen, ja. Und diese Haut sollte man immer ein bisschen zupfen. Ich bin ja nicht geliftet, ich habe die Nase ist ungefähr 5-mal gemacht, weil ich habe, ich glaube, 3-mal habe ich sie mir gebrochen und einmal so richtig. Und also deswegen ist sie jetzt hier auch breiter. Das ist eine andere Geschichte. Das ist auch langweilig, aber da werde ich mal einen eigenen Blog machen. Auf jeden Fall so. Also hier jetzt die ebenmäßige Basis und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass sich diese Creme toll ein bisschen einklopfen lässt. So. Und dann kommen wir mit dem Rouge, das ich auf eine ganz seltsame Stelle auftrage. Das ist ganz unmodisch, aber ich zeige es euch mal. Also ich mache damit so einen buschigen Pinsel. Okay. Hier. Das ist ein Lifting. Weil die Aufmerksamkeit des Auges, also wer sich jetzt anschaut, nach oben gezogen wird. Also hier kann man ein bisschen hier auch noch, um das Gesicht zu verschmälern, auf jeden Fall hier gegen eventuelle Doppelkinne etc. pp.